Ein Zufall, der Hauch des Schicksals hat uns zwei berührt. Und berührt mich immer wieder. Heute habe ich drei neue zufällige Begegnungen für euch dabei. Seit dem letzten zufällige Begegnungen-Video haben sich also in Zahlen dreimal solche Ereignisse in den Öffentlich-Rechtlichen wiederholt, wo man irgendwie vergisst zu recherchieren, dass die Person eine gewisse Parteizugehörigkeit hat oder so und deswegen vielleicht etwas voreingenommen sein könnte. Mittlerweile häufen sich diese Zufälle in einer Art und Weise, dass ich nicht umherkomme zu denken, man macht das, glaube ich, extra, um einen in ein bürgerliches Gewand verpackt, parteinahe Meinungen als die der bürgerlichen Mitte zu verkaufen, um euch in eine gewisse Parteirichtung zu manipulieren. Weil so oft, wie das passiert, ist das schon fast zu zufällig, um ein Zufall zu sein. Also schauen wir uns die drei Fälle einmal an, zu denen natürlich schon zu jedem einzelnen eine Beschwerde rausgegangen ist, die wir uns in den nächsten Wochen bis Monaten schön zu Gemüte führen werden. Weil die Rechtfertigungen dafür, ach Leute, ihr wisst, wie es ist, die sind wertvoller als Gold. Freunde und herzlich willkommen zu Clownys zufällige Begegnungenwelt. Ihr wisst, worum es geht, starten wir direkt mit unserem ersten Zufall. Dario Schramm wird interviewt bei ZDF Berlin Direkt zu dem Thema Bildung. Er wird vorgestellt als ein junger, ambitionierter Autor des Buches Die Vernachlässigten. Generation Corona, wie uns Schule und Politik im Stich lassen. Er äußert sich also zu bildungspolitischen Entscheidungen als Buchautor, also eine vermeintlich neutrale, bürgerliche Position, die hier wiedergegeben wird. Ich glaube, das Dramatische ist, dass die junge Generation eigentlich die Politik ernst nehmen will, die Politik auch eigentlich akzeptiert und respektiert, nur sie immer wieder aufs Neue den Eindruck hat, dass eigentlich ihre Generation, ihre Sorgen, ihre Nöte einfach nicht ernst genommen wird. Und da habe ich den Eindruck, dass Politik auch gar nicht so ganz bewusst ist, was das auch für Auswirkungen für die Demokratie hat. Welche Auswirkungen das genau auf die Demokratie hat, wird Dario leider nicht mehr ausführen können, da ist sein Redebeitrag schon vorbei. Aber man nimmt in seinen Augen die Sorgen und Nöte junger Menschen nicht ernst genug und das muss sich ändern. Es muss mehr Politik für die jungen Menschen gemacht werden. Und ihre Sorgen und Nöte, sowas wie Klima oder worum geht es hier? Na gut, das ist ja alles schön und gut. Diese Meinung kann man auch aus bürgerlicher Perspektive haben und wahrscheinlich wollte man auch, dass das als eine bürgerliche Perspektive aufgefasst wird. Tja! Erstens, Dario Schramm ist kein Unbekannter in den Öffentlich-Rechtlichen. Er wurde nämlich schon einmal interviewt und zwar 6 Minuten lang als Experte. Vorgestellt hat man unseren Dario als ehemaligen Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Statt also zu sagen, dass Herr Schramm mal irgendwas mit Politik zu tun hatte und ein ambitionierter junger Autor ist, hätte man auch erwähnen können, Trommelwirbel! Dario Schramm ist bei der SPD. Das ist aber nicht nur das Einzige, was man dazu hätte sagen müssen, sondern auch, dass er seit Oktober 2022 bereits Mitglied der Kommission Bildung in der Transformation, was auch immer das heißen soll, des SPD-Parteivorstandes ist. Das hätte man relativ leicht über eine einfache Google-Suche herausfinden können. Ist uns ja hier auch gelungen, wenn man das nicht ohnehin schon gewusst hätte. Wenn ich einen 6-Minuten-Beitrag mache, in dem ein Herr über bildungspolitische Themen reden soll, wäre es dann vielleicht sinnvoll für unsere Einordnung als mündige Bürger gewesen zu wissen, dass wir hier gerade die Meinung der SPD hören? Jetzt können wir alle sagen, schlechte Recherche, hat man nicht nachgeschaut. Nein! Im Jahr 2020 war Dario nämlich schon einmal beim ZDF zu Wort gekommen. Unter dem Beitrag Laschet benutzt Schüler als Testobjekt wird er ganz klar als SPD-Mitglied ausgezeichnet. Zusätzlich dazu, dass er Referent der Bundesschülerkonferenz ist. Der Beitrag ist aus dem Jahr 2020, das heißt, das ZDF weiß schon seit 3 Jahren um seine Parteimitgliedschaft. Heute ist er nicht nur in der Bundesschülerkonferenz, sondern in einer Bildungskommission direkt unter dem SPD-Parteivorstand und das ZDF erwähnt lediglich seine ehemalige Position als Generalsekretär. Somit wird uns und anderen Zuschauern eine parteipolitisch eingefärbte Meinung als neutrale Meinung eines engagierten Ex-Schülers, Buchautoren und neutralen Experten dargestellt. Hier ist also die journalistische Sorgfaltspflicht verletzt worden, wie auch in den folgenden Fällen, die ich euch zeigen werde. Die Berichterstattung soll nicht nur unabhängig und sachlich sein, schreiben sie selbst, sondern auch vor Verbreitung
mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft geprüft werden. Das kann aber nicht im Mindesten passiert sein, wenn das ZDF selbst schon seit 3 Jahren weiß, dass er in der SPD ist. Oder sie haben es vergessen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass man das bewusst verschwiegen hat, was es natürlich umso schlimmer machen würde, aber das könnt ihr alle an dieser Stelle, denke ich, selbst für euch entscheiden. Beschwerde dazu ist raus, wir freuen uns schon auf die Antwort. Nächstes Ding. Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje oder so spricht über eine Verschwörungsmentalität in der aktuellen Politik schrecklich und möglichen Auswirkungen. Naja, an dieser Stelle sollte dem einen oder anderen klar sein, der Verschwörer-Frame in der aktuellen Politik. Von welcher Seite kommt dieser Vorwurf wohl? In Richtung welche Partei? Dreimal dürft ihr raten, natürlich in Richtung AfD. Bei AfD-Wählern gibt es teilweise eine Verschwörungsmentalität von bis zu 50%. Also die Hälfte der AfD-Wählerinnen und Wähler neigen zu Verschwörungserzählungen zu bestimmten Themen. Dieser Johannes wird uns also als Politik- und Kommunikationsberater vorgestellt. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Gibt es natürlich bei Leuten, die jetzt noch nicht so ganz fest in diesen Milieus verankert sind, aber vielleicht mit einigen Ideen sympathisieren und sagen, ja, da ist vielleicht was dran, dass irgendwie die medialen und politischen Eliten doch unter einer Decke stecken, dass man solchen Vorwürfen doch immer wieder auch entgegenwirkt und für Vertrauen wirkt bei den Menschen, die noch nicht ganz in diese Szenen und Milieus abgedriftet sind. Mediale und politische Eliten stecken unter einer Decke, eine fiese Verschwörungstheorie. Solchen Vorwürfen muss man laut ihm entgegenwirken, damit die Leute nicht in diese verschwörungstheoretischen Milieus abdriften. Tja, diese von ihm getroffene Äußerung wirkt umso ironischer, wenn wir Folgendes in Erfahrung bringen. Johannes ist bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Für die Leute, die es nicht wussten, die Heinrich-Böll-Stiftung e.V. ist die parteinahe Stiftung vom Bündnis 90, die Grünen. So viel also zu dieser Aussage. Ja, da ist vielleicht was dran, dass irgendwie die medialen und politischen Eliten doch unter einer Decke stecken, dass man solchen Vorwürfen doch immer wieder auch entgegenwirkt und für Vertrauen wirkt bei den Menschen, die noch nicht ganz in diese Szenen und Milieus abgedriftet sind. Ja, ich würde sagen, das ist dir wirklich beispiellos gelungen, lieber Johannes. Ich muss sagen, mein Vertrauen schäumt da ja förmlich über. Ich bin ja schon fast gewillt, den doppelten Rundfunkbeitrag zu zahlen aus dieser grenzenlosen Dankbarkeit, die ich gerade verspüre. Liebe ZDF, wollt ihr mir wirklich sagen, ihr habt das nicht gewusst? Man muss doch einfach nur seinen Namen googeln. Das dritte Ergebnis ist direkt Heinrich-Böll-Stiftung, Dr. Johannes Hille oder Hilje, wie auch immer. Erst darunter bekommt man das Ergebnis, dass er Kommunikationsberater ist. Das heißt, das kann man nicht übersehen haben, sofern man sich denn informiert hat. An dieser Stelle gebe ich es wieder weiter an euch. Handelt es sich hier um eine mutwillige Täuschung oder mal wieder um einen kleinen Zufall? Auch hier wird natürlich dementsprechend eine Beschwerde formuliert werden und rausgeschickt werden. Freut euch da auch auf die Antwort. Gerade hier ist es besonders perfide, weil dieser Mann als vermeintlich neutraler Experte gegen die AfD und AfD-Wählerschaft schießt. Er unterstellt ihnen allgemein, Verschwörungstheorien anzuhängen. Es wird nicht genauer präzisiert, welche, weil er nicht die Quelle erwähnt, aus der er das haben möchte. Das heißt, wir müssen ihn hier beim Wort nehmen, während er zu uns sagt, dass es eine Verschwörung ist, dass politische und mediale Eliten unter einer Decke stecken und er gleichzeitig Teil der politischen Elite ist. Aber das wird ja, wie gesagt, nicht erwähnt. Dafür zahle ich gerne. Da wir uns hier in der Dramatik steigern wollen, kommt nun ein besonders perfider Fall, in meinen Augen, von einer medialen Manipulation, die uns eine Parteimeinung unterjubeln soll. Wir kommen zum Döpfner-Skandal und zu einem Beitrag des RBB, also der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt von Berlin und Brandenburg. Besonders auffällig ist hier nämlich eine bestimmte Sache. Mal schauen, ob es euch auffällt. 60 Jahre alt, Milliardär. Die Zeit zitiert ihn mit den Worten, die Ossis werden nie Demokraten. Was sagen die Brandenburger dazu? Ich bin ein Ossi, ich glaube, ich kann demokratisch und ich glaube, ich kann nicht nur links noch rechts. Es ist diskriminierend, was er sagt. Ja, merken Sie schon, ne? Ja. Ich mochte den Typ vorher schon nicht, jetzt mag ich ihn noch weniger. Na gut, dem einen oder anderen wird es bereits aufgefallen sein. Aufgrund der Einblendungen, das Original finde ich übrigens nicht mehr in der Mediathek unter dem Link, unter dem es zu finden war. Entweder habe ich mich da beim Link vertippt oder der Beitrag wurde mittlerweile entfernt. Was auch immer, meine lieben Freunde, wird schon alles mit rechten Dingen zugehen. Man hat überall die Namen dazu geschrieben, außer bei diesem jungen Herrn. Da hat man das irgendwie vergessen. Oder, und das ist die nächste Möglichkeit, man hat den Namen erfragt und hat herausgefunden, dass das dann doch irgendwie komisch kommen würde und genau den Namen weggelassen.
Was aber wiederum auch nicht die klügste Entscheidung ist, weil den Leuten fällt das halt auf. Dann schauen sie nämlich, wer sieht denn so aus? Wer ist denn das? Wer gibt vielleicht sogar offen zu, das zu sein? Und was macht diese Person? Zuallererst muss ich aber eines sagen, dieser junge Mann ist Thaddäus. Ich bin Thaddäus, 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 Thaddäus. Nee, nicht der Thaddäus, sondern der Thaddäus von Bündnis 90 Die Grünen, Berlin, Pankow. Ein albernes Spiel treiben Sie hier eigentlich? Bevor hier in den Kommentaren die Diskussion losgehen, ich sehe ja hier nur zwei verschiedene Bilder, die haben nichts miteinander zu tun, er gibt es selbst auf seinem Twitter-Account zu. Der RBB hat gefragt, was ich von Matthias Döpfner halte, die Antwort war vielleicht etwas zu ehrlich. Er ist Kreisvorstand der Grünen Pankow und Mitarbeiter bei einer Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Laut seinem Tweet hat er übrigens überhaupt keine Funktion bei den Grünen. Wir lesen. Ich bin kein Politiker, noch habe ich irgendeine Funktion und Amt inne bei den Grünen, außer dass ich bei einer Abgeordneten arbeite. Aber ich fühle mich geschmeichelt von allen angeblichen Ämtern, die mir angedichtet wurden. Angedichtet? Thaddäus, du schreibst es in deinem eigenen LinkedIn-Profil. Vorstand Bündnis 90 Die Grünen, Berlin. Im Kreisverband Pankow bin ich in dem dortigen Kreisvorstand gewählt. Das ist ein Amt. Du hast eine Funktion bei den Grünen, abgesehen davon, dass du Mitarbeiter einer Abgeordneten bist. Aber vielleicht hast du das ja einfach vergessen. Kann ja schon mal passieren, zufällig. Er schreibt auch, das Interview ging sehr schnell vorbei und ich habe leider nicht daran gedacht, der fremden RBB-Redakteuren zu erzählen, wo ich arbeite. Alles gut, Thaddäus, ich mache dir selbst ja erstmal gar keinen Vorwurf. Das hätten die halt mit einer einfachen Google-Recherche herausfinden können. Ohne Anhaltspunkte zu insinuieren, das sei orchestriert gewesen, ist aber hanebüchen. Okay, du erwähnst also lediglich, dass du ihnen nicht gesagt hast, wo du gearbeitet hast. Das heißt, sie hatten Kenntnis darüber, wie du heißt. Und das geht jetzt nicht an dich als Vorwurf. Du hast ja höchstwahrscheinlich wirklich transparent gesagt, wer du bist. Nicht als was du arbeitest, aber wer du bist. Da frage ich mich, warum haben die dann deinen Namen unter dem Beitrag nicht eingeblendet? Aber bei allen anderen, die man interviewt hat, hat man da vielleicht doch gegoogelt? Hat man da herausgefunden, oh, wir haben jemanden vom Kreisvorstand der Grünen interviewt? Der hat aber genau die richtige Meinung wiedergegeben, eine ehrliche und harte Meinung, die nur von Abneigung gegenüber Döpfner zeugt. Ich mochte den Typ vorher schon nicht, jetzt mag ich ihn noch weniger. Das möchten wir unbedingt drin haben, aber es wäre doch ein Jammer, wenn die Leute herausfinden würden, dass das eigentlich die Meinung der Grünen ist und wir das nicht dazu schreiben, sondern nur den Namen. Deswegen lassen wir den Namen einfach ganz weg und das erscheint dann nicht verdächtig? Ich habe keinen blassen Schimmer, was man sich dabei gedacht hat, aber ich empfehle dem RBB, falls ihr sowas machen wollt, lasst doch demnächst einfach alle Namen weg, weil dann werden die Leute nicht misstrauisch und schauen nach, wer denn das ist, bei dem der Name fehlt. Eine Person hat unter deinem Twitter-Beitrag übrigens nochmal nachgefragt, ob deine Funktion als Kreisvorstand bei der Grünen Pankow keine Funktion ist oder ein Amt. 6 Tage danach, oder 7 Tage um genau zu sein, wurde dann nochmal nachgefragt und du hast seitdem immer noch nicht geantwortet. Na gut, aber das mache ich dir nicht zum Vorwurf, mein Lieber. Mir geht es ja eigentlich um den RBB, bei dem mir langsam wirklich, also selbst nach diesen Schlesinger-Skandalen, eigentlich nicht mehr erklärlich ist, wie man sich so etwas weiterhin leisten kann. Aber das ist nun mal das Ding. Es ist nur ein kleiner Beitrag, den meisten Zuschauern fällt das gar nicht auf. Man hat diese Meinung reinbekommen, als Meinung aus der bürgerlichen Mitte, eine zufällige Begegnung in der Fußgängerzone und schon hat man als Zuschauer Folgendes mitbekommen. Döpfner ist ein böser Mensch. Ich mochte den schon vorher nicht und jetzt mag ich ihn noch weniger. Ich mochte den Typ vorher schon nicht, jetzt mag ich ihn noch weniger. Also meine lieben Freunde, was denkt ihr? Wurden wir hier an dieser Stelle manipuliert? Wusste der RBB den Namen, den Thaddäus ihnen wahrscheinlich gesagt haben wird, weil er lediglich behauptet, er hätte nur nicht gesagt, wo er gearbeitet hat? Oder war das einfach ein redaktioneller Fehler? Ein Editing-Fehler, bei dem selbst die Leute, die vor der Ausstrahlung den Beitrag nochmal sichten, nicht bemerkt haben, dass da irgendwie ein Name fehlt? Oder man hat es bemerkt und sich gedacht, ach, mein Gott, senden wir einfach, ist egal, ist ja auch schon von euch allen bezahlt. Und dann gehört der einzige Name, der fehlt, zu einer Person, die im Vorstand des Kreisverbandes Berlin-Pankow für Bündnis 90 Die Grünen sitzt. Das nenne ich mal ein richtiges Upsi. Also schreibt gerne in die Kommentare. Glaubt ihr, das waren alles nur Upsis, irgendwelche Zufälle, die sich irgendwie immer in eine Richtung häufen? Oder hat man da extra etwas weggelassen, damit eine klar tendenziöse Meinung, die von jemandem kommt, der in irgendeiner Art und Weise auch ein Parteifunktionär ist, nicht als Parteimeinung rüberkommt, sondern aus einer neutralen Meinung aus der bürgerlichen Mitte? Was
denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare. Zu jedem der Fälle, die ich euch heute vorgestellt habe, ist eine einzelne Rundfunkbeschwerde an die Anstalten herausgegangen. Und ihr könnt euch schon auf die wunderbaren Rechtfertigungen dieser Anstalten freuen, weil wir natürlich auch dazu ein Video machen werden. In diesem Sinne, wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst ein Abo da, folgt mir bei Telegram. Wenn ihr Merch kaufen wollt, Link ist unten in der Beschreibung. Und wenn ihr euch mit gleich Andersdenkenden vernetzen wollt, tut das gerne auf dem Angerverse Discord Server. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, ein bisschen mutwillige Medienmanipulation, die euch parteinahe Meinungen als Meinung der bürgerlichen Mitte verkaufen sollen, aufzudecken, schadet nie und PC.